wir jetzt endlich mal, dass Yasin wiederkommt. Hey, ihr Langweiler, was ist los? Wenn man vom Teufel spricht, aber krass. Was geht? Hallo. Hi. Oh, hi. Gabriela. Hi. Laura. Hi. Hallo. Wie war's? Lisa. Hi, Laura. Hallo. Wie geht's? Hi. Gut. Alles gut? Was hattet ihr für ein Date? Aber wir haben getanzt. Oh, so Partnertanz. Cool. Oh, alles cool. Danke. Heute war geistkrank. Ich habe keine Ahnung, warum ich, seitdem ich heute Morgen zum Strand gegangen bin, nicht mehr scheiße war. Mein Magen ist so am Brodeln, ehrlich. Also, Achterbahnfahrt der Gefühle. Laura! Hallo! Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst mal sagen soll. Hey! Hey, was musst du was sagen? Ach, Spaß. Das ist ja, alles cool. Nichts war voll cool. Stimmt? Ja, ja, voll cool. Natürlich bin ich happy, dass Yasin wieder da ist. Also, du kennst ja ein bisschen flirty, aber alles cool. Ich habe ja, von dir geschwärmt. Du redest doch mit. Sagst du doch. Ja, ich habe ihn vermisst. Hi. Ich bin Carina. Hi. Laura. Hi. Ich habe schon viel von dir gehört. Geht's dir gut? Ja, und dir? Ja, ich habe auch schon von dir gehört. Ja. Ja, aber nur Gutes. Na dann. Eine Konkurrenz in ihr sehe ich jetzt nicht unbedingt, weil ich finde, wir sind ganz unterschiedliche Typen. Ich sag's dir einfach, wie wir es gelernt haben. Das ist so, als ob du gerade ein Holland-Fahrrad neben ein BMX-Fahrrad stellst. Das kannst du nicht vergleichen, weil wir so unterschiedlich sind. Runter. Hoch. So, Baby. Ja. War nicht geil, das zu sehen. Wichser, Alter. Ja, meine ich ja. So. So ein emotionaler Molotow-Cocktail. Das Erste, was sie machen, die stellen sich da unten hin und fangen da an rumzutanzen, Alter. Bro, ey, du tust mir leid, ja. Ey, Bro, ich will niemandem leid tun. Oh, das tut mir aber leid, Digga. Du schaust echt hot aus, gell? Was? Du schaust echt hot aus. Du auch. Die ist schon krass. Was ist krass? Nee. Mit Johnny? Nein. Laura. Heißt. Ach, du findest sie geil. Ich habe jetzt noch nicht wirklich mit ihr reden können. Aber auf jeden Fall Ausstrahlung top. Das ist eigentlich genau so ungefähr eigentlich das, was ich auch beschrieben habe. Alter, der Johnny, der kam vorhin vom Strand so. Ja. Wo ist der eigentlich? Ich weiß ich gar nicht, in der Küche. Ich bin nicht mehr gesehen, seitdem ich gekommen bin. Hallo, wir haben gerade über dich geredet. Cool. Und hast rumgeknutscht? So wie Yasin gefragt hat? Was? Nein. Was ich hab nicht rumgeknutscht. Das ist ja eine nette Begrüßung. Habt ihr schon gequatscht, die zwei? Nee, der ist doch gerade gekommen. Wie denn? Sie ist doch gerade reingekommen und hat direkt einen aufs Parkett gelegt unten. Sie hat mir das Tanzen beigebracht. Was hast du denn gemacht? Wir haben nur gezeigt, was wir heute beim Bachata gelernt haben. Ist unser Ding eigentlich. Ja, und? Das war's. Mehr haben wir nicht gemacht. Die beiden jetzt tanzen zu sehen, das war für mich einfach wie so ein Schlag in die Fresse. Fand ich ein bisschen schade, weil er sich ja eigentlich auf sie gefreut hatte. Und er hätte jetzt nicht sein müssen. Das zeigt ja auch wieder, dass er sie noch sehr krass liebt, weil sonst wäre er ja nicht so eifersüchtig jetzt auf Yasin. Ey, Danceboy! Sollten wir es einmal noch zeigen? Ich möchte sehen. Ich möchte echt gern sehen, bitte. Komm, Laura, und jetzt könnt ihr mir sagen, ob das schlecht ist oder nicht schlecht ist. Aber weißt du, was Yasin die ganze Zeit gesagt hat? Hüfte, Hüfte, Hüfte. Er kriegt seine Füße nicht bewegt und sagt gleich, Laura, Hüfte, Hüfte. Pass auf. Ich denke mir so, hä? Zeig, zeig. Mir drin war das reinste Gefühlschaos. Zeig jetzt! So, warte. Du, nach da, ne? Gib an. Und los! Jeder, der schon mal sowas gefühlt hat, weiß, dass sich das nicht geil anfühlt.